Hallo und herzlich willkommen! Auf der letzten E3 hat Nintendo ihr neues Zelda-Spiel nun endlich mal richtig vorgestellt und ihm sogar einen Titel gegeben. Es heißt nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir wollten nochmal ergänzend zu den Streams, die es dazu auch schon gab, noch ein bisschen darüber sprechen, wie unsere Eindrücke waren. Deshalb ist heute auch wieder David von Loris HD mit dabei. Ja, moin moin! Und gleich mal die erste Frage an dich, David. Wie war so dein erster Eindruck davon, von diesem neuen Zelda mit auch einem ungewöhnlichen Titel, den ich jetzt schon mal angemerkt ziemlich gut finde? Es gibt so zwei Eindrücke. Der erste Eindruck war ja logischerweise durch den ersten neuen Trailer, den sie ja quasi direkt beim Start des Treehouse ja gezeigt haben, wo dann auch der Name revealed wurde, wo man ein bisschen mehr einfach gesehen hat, wo ich schon gedacht habe, so, es gibt hier Elemente drin, die sind für ein Zelda sehr, sehr untypisch. Ne? Man hat ja Kochszenen gesehen. Monster. Ja, es sah sehr nach Monster Hunter an der Stelle irgendwie auch aus, das stimmt. Und sowas wie Baumfällen und Physikspielereien und halt eben ja, einfach so diese große Ebene. Ein bisschen wenig Kampf gefühlt oder es wirkte ein bisschen leer an einigen Stellen, aber trotzdem insgesamt wirkte es auf mich erstmal nicht wie ein typisches, klassisches Zelda. Und was dann aber direkt aufgefallen ist, ist sozusagen der Punkt mit dem Titel, dass es war ja auch das Logo zu sehen, ne? Also es ist ja von dem Master Schwert, was am Ende zu sehen war. Also ich gehe mal davon aus, dass es das Master Schwert war. Mit so einer Blume an der Seite. Ja, oder verrostet oder irgendwie sowas. Mhm. Und es zoomte dann ja sozusagen dann in den Titel rein und das hatte Albert nochmal bei uns im Stream darauf hingewiesen, es ist seit The Minish Cap, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, das erste Zelda, was wieder ein Schwert im Logo hat. Aonuma hat sozusagen sich sehr vehement ja gegen Schwerter in seinen Titeln und Logos. Es war immer ein Gimmick drin, ja, bei Twilight Princess und Wolf, genau. Bei Skyward Sword Flügel oder sowas? Ja, irgendwie so, ne? Also es ja, ist so ein Artwork. Verwies immer so auf das ja, Gimmick, das Feature, das Zentrale irgendwie so ein bisschen. Und jetzt ist wieder ein Schwert drin, was natürlich dir schon suggeriert, hier geht es vielleicht doch wieder stärker auch um Action und ums Kämpfen. Und das war halt ganz schön, ja, und dann, als sozusagen das erste Gameplay kam, saß man halt wirklich davor und also ich hatte einen offenstehenden Mund und hat mir gedacht, so von wegen, das soll ein Zelda sein, meine Fresse, ja. Das ist krass groß, sieht krass gut aus, ja, und hatte trotzdem so seine Zelda-Momente, ja, und ich denke mal, auf weitere Punkte kommen wir dann noch, aber das war so der erste Eindruck auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, also als sie es vorgestellt haben, ich war immens skeptisch, als sie den ersten Trailer damals gezeigt haben, wo noch der Plan war, dass es 2015 rauskommt, einfach auch, weil ich die Optik so nicht erwartet hatte. Und klar, wir kommen um die Optikdebatte meiner Meinung nach wieder nicht drum rum, weil es gab ja eben damals diese Demo, die sie gezeigt haben, der einen ganz anderen, eher so an Twilight Princess angelehnten Stil dann wieder hatte. Und ich muss aber sagen, dass mir das, was sie jetzt gezeigt haben, auch in den Gameplay-Videos dann, doch jetzt besser gefällt, weil es doch nicht mehr so Mix ist. Man hat es ja damals beschrieben als Mix aus Wind Waker und Skyward Sword in gewisser Weise. Aber es hat irgendwie jetzt für mich durch diesen doch mehr, es ist noch ein bisschen mehr cartoony geworden, finde ich. Also es hatte vorher noch so ein paar mehr Shading drin in dem Trailer, den sie gezeigt haben, der auch irgendwie dadurch so ein bisschen in der Mitte stand. Aber jetzt haben sie wirklich gesagt, wir gehen jetzt in diese Richtung und ich muss sagen, ich kann es jetzt nachvollziehen, dass sie nicht diesen Stil genommen haben, der in der Demo zu sehen war, einfach weil sie diese Welt umsetzen wollen, die viel mit, der Titel suggeriert es ja schon, viel Natur. Sie haben schon gesagt, es wird keine Städte geben, obwohl man konnte das Schloss in der Ferne sehen, als er aus der Höhle raus ist, aber Städte wird es so im klassischen Sinne diesmal wieder nicht geben. Und wenn man eben dann so eine weite Landschaft, viel Grün, viel Natur umsetzen möchte, da passt so ein Stil natürlich richtig gut rein. Deswegen war ich da auch echt dann überwältigt tatsächlich, als diese Anfangssequenz da abgespielt wurde, wo er raustrat aus seinem kleinen Kämmerchen da. Es sah echt gut aus tatsächlich. Also ich fand schon, also bei einigen Momenten sah man schon so ein bisschen so grafisch, es handelt sich ja um die Wii U-Version. Und kein Anti-Aliasing, ja. Beziehungsweise auch so ein bisschen Sprites bei den
Bäumen teilweise. Mhm, also 2D-Feuer war es ja, glaube ich, sogar auch an einigen Stellen. Das, genau. Also das, gut, das sind jetzt natürlich so wieder so grafische Sachen, aber natürlich bei so einer riesigen Welt, und die Wii U ist bekanntlich ja nun mal performancemäßig doch sehr limitiert. Mhm. Da bin ich natürlich gespannt, wie das Ganze dann nochmal auf der NX aussieht, ob sie da nochmal ein bisschen was dran drehen. Deswegen, ich hatte die Diskussion, die du kurz mit Tillman bei uns im Netzwerk-Chat hattest, nämlich ja, über sein Vergleichsvideo zwischen dem Trailer und dem aktuellen Gameplay mit einem Auge verfolgt, und hab mir gedacht, es kann natürlich aber auch damit zusammenhängen, dass tatsächlich die NX auch nochmal genau, einen anderen Grafikstil haben könnte. Das könnte auch alles tatsächlich auf einer Hardware-Basis gelaufen sein, der Trailer, wenn er wirklich so in-game war, wie behauptet, das auf ja, der NX entspricht oder da, was die NX schafft. Das müssen wir natürlich dabei immer berücksichtigen, ne? Ja gut, aber auch In-Engine-Rendering oder wie sich dieses Werbedings da auch immer schimpft, ist es ja trotzdem immer noch klar, dass es zwar in Engine ist, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es auf der Hardware läuft. Ja, das auf der später läuft und sowas. Das heißt, es kann natürlich PC-optimiertes, gerendertes Zeug halt eben sein, ne? Und deswegen kann man solchen Trailern so oder so optisch nach wie vor nicht vertrauen. Siehe Ubisoft und Downgrading und diesen ganzen Philippans. Nichtsdestotrotz wirkte es halt sehr performant. Also das, was man auf der Wii U gesehen hat, für Wii U-Verhältnisse ist trotzdem sehr schön und scheint, also ich bin mir da immer noch nicht so sicher, also dieses Cartoonige, das musste ich halt weiter zeigen, ob es sozusagen in den Dungeons und sowas auch noch so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen furchteinflößenderes Moment irgendwo hat. Also das, was ich bisher gesehen habe, ist dann doch ein bisschen zu, so von der Stimmung her, sage ich mal, ein bisschen zu cartoonig für meinen Geschmack. Aber gut, das ist jetzt auch wieder eine Geschmacksfrage. Also ich habe auf Twitter gelesen, einer, der es gespielt hat auf der E3, meint, es hat wohl merkliche Performance-Probleme auf der Wii U. Dabei muss man auch wieder sagen, es ist ein sehr früher Bild. Also der Performance ist ja normalerweise immer das, was als letztes in der Entwicklung gemacht wird. Und deswegen wird man da noch sehen, wie es am Ende laufen wird. Es sah jetzt auf jeden Fall nicht zu geplagt aus von Performance-Problemen, zumindest von dem, was sie gezeigt haben. Von daher könnte das also durchaus funktionieren. Und ich muss auch sagen, was du sagtest eben gerade mit dem dunkleren, mit der dunkleren Dungeon-Atmosphäre. Die Artistic Vision funktioniert wohl für diesen Weg, den sie gehen wollen, im Sinne von weite, offene Welt, die ein bisschen auch diese Weite dann suggeriert, ziemlich gut, aber du hast recht, wenn es dann in die Dungeons geht, wo es kleiner ist, wo es auch dunkler wird, das war ja auch ein bisschen so das Problem dann, was einige Leute, die eben von den alten N64-Zeldas zu Wind Waker und Skyward Sword kamen, hatten, dass es alles so ein bisschen zu, im Englischen würde man sagen, light-hearted war. Ja. Und deswegen, das könnte hier natürlich wieder passieren. Das, was ich gesehen habe, zeigt tatsächlich, dass es inhaltlich vom, also in diesen Dungeons ein bisschen aussieht wie Skyward Sword. Aber das könnte natürlich auch sich noch ändern. Man kann wohl mit dem Stil wohl irgendwie sowas auch umsetzen, schätze ich mal. Nur wie sie es am Ende machen werden, werden wir erst sehen, wenn es rauskommt. Ja, oder beziehungsweise ja, mal gucken, was noch so alles zeigen sie noch kommt. Mal was hier. Wie viel, also ich meine, Gamescom werden wir sicherlich den E3-Bild sehen und möglicherweise, hoffe ich mal, anspielen können. Ich werde meine Kontakte auf jeden Fall mal spielen lassen. mal gucken, ob die dazu schon was sagen können. Aber deswegen werden wir da wahrscheinlich nichts Neues erfahren. Was ich ganz interessant finde, angeblich wird die NX auf der Tokyo Game Show vorgestellt. Und ich meine, die wären ja schön doof, wenn sie die NX tatsächlich irgendwo vorstellen würden und dann nicht Zelda da drauf läuft. Also, ja. So in der Version. Deswegen bin ich mal gespannt, weil ich glaube, so im September werden wir da noch ein bisschen mehr wissen, wie es tatsächlich sozusagen mit dem Stil aussieht. Ne? Also ist es tatsächlich ein generell gemeinter Stil oder ist es auch ein technisches Problem in Anführungsstrichen, dass der Stil jetzt so ist, wie er ist? Wobei bei Cell-Shading wissen wir, dass das Zeug frisst Performance ohne Ende. Ja. Das ist ja gerade nicht dazu da, um sozusagen Performance einzusparen, sondern ist ja genau das Gegenteil. Und ja, aber das Wichtige ist, glaube ich, eher, dass es einen anderen Spielansatz als die meisten Zeldas bisher irgendwie mit sich bringt. Und das ist für mich so irgendwie das Interessante. Nee, das ist ja gerade dieses, was jetzt gesagt wird, wo eben viele Leute sagen, ey, das sieht ja gar nicht mehr wie ein Zelda aus, wo ich mir nur denke, also wenn ihr mal das allererste Zelda spielt,
das ist schon relativ ähnlich. Halt wirklich dieser Fokus auf Erkundung. In meinem ersten Zelda musstest du sogar das Schwert erstmal finden. Ja. Und das jetzt in die dritte Dimension zu transportieren, ist ein sehr interessanter Schritt, weil ich fand immer, die 3D-Zeldas haben sich von den 2D-Zeldas, gerade vom ursprünglichen Zelda, immer weiter wegentwickelt von dieser Erkundung, die immer noch da war, aber ein bisschen in den Hintergrund auch gerückt ist, zu einer wirklich linear durch eine halboffene Welt, zu einem linear durch halboffene Welt dirigiertem Spielerlebnis, das auch sehr auf Kämpfe dann fokussiert war. Das ging zumindest immer weiter in diese Richtung. Und das ist jetzt in Bezug auf die Art, wie sich die 3D-Zeldas entwickelt haben, ein kompletter Bruch. Das geht jetzt wieder eine komplett andere. Das haben sie auch gesagt, dass sie das wieder brechen würden. Also es sollte eigentlich nicht so überraschen, wie es mich jetzt tatsächlich überrascht hat. Aber das ist das Interessante, dass sie jetzt tatsächlich in gewisser Weise ein 3D-Teil vom ersten Zelda vielleicht umsetzen. Ja, beziehungsweise oder sogar zweiten, wobei jetzt... Und zweiten, auch so, was die Größe angeht, ne? Also der erste Teil ist ja ein Witz im Gegensatz zur Größe zum zweiten. Und das, was wir jetzt haben, ist ja auch riesig. Mhm. Und da bin ich dann auch letztlich gespannt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Sache. Wie lebendig ist diese Welt, beziehungsweise was machen sie mit dieser Welt? Richtig. Also meine Vermutung, die man aber natürlich wieder so schwer irgendwie verifizieren kann. Aber es ist ja postapokalyptisch. Also es war ja irgendwie scheinbar eine Apokalypse. Und anhand des Rostes haben wir spekuliert auf dem Masterschwert, dass es sehr, sehr, sehr weit nach Twilight Princess oder irgendwie sowas spielen muss. Also man hat in der Präsentation ein Volk aus Wind Waker gesehen. Das sind diese fliegenden Geigenspieler, die beim Dekubaum auf der einen Wind Waker-Insel leben. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißen, weil da habe ich vergessen. Aber die gab's in der Präsentation zu Breath of the Wild. Das heißt, es gibt ja immer diese tollen Diskussionen um die Zelda-Timeline. Ich habe auch die Hyrule Historia hier, wo die drin ist. Das heißt, es wird wohl irgendwie in Verbindung mit Wind Waker vielleicht stehen. Es kann vorher oder nachher sein. Aber du hast schon recht, es sieht sehr postapokalyptisch aus, gerade eben mit dem noch mehr als sonst in Vergessenheit geratenen Masterschwert. Naja, aber es gibt einen eindeutigen Hinweis in Bezug wiederum zu Twilight Princess. Und zwar ist im Trailer die Brücke zu Hyrule-Stadt hin, die große, die quasi dann irgendwann mal weggebeamt wird von... Das Schloss sieht man ja auch in der Ferne. Deswegen, das könnte also wirklich sein. Deswegen, also es ist halt... Und da es ja vielleicht keine Städte gibt und alle auch die Gebäude, die man im Trailer gesehen hat, ist es halt überwachsen, ne? Also das heißt... Und das ist halt eben meine Vermutung, dass man... das Problem, ich sag mal, einer lebendigen Welt so ein bisschen umschifft mit dieses Apokalypse-Ding, dass es wirklich nur sehr verstreut einzelne Völkchen sozusagen gibt, auf die man dann auch trifft. Aber sozusagen der Weg dazwischen halt eben so apokalyptisch, Mad Max, was weiß ich was, keine Ahnung, halt eben wieder von der Tierwelt vor allen Dingen eingenommen ist. Und das sozusagen auch dieses Alleine-Sein des Helden an der Stelle vielleicht auch im Vordergrund steht. Und das ist natürlich eine inhaltliche Entscheidung, die vielleicht auch aus Performancegründen, wer weiß, sogar auch noch gemacht wurde, die aber natürlich schon so ein bisschen spielerisch dann auch sehr viel Leerlauf bedeuten könnte. Das ist genau das, was mir aktuell Magenschmerzen bereitet. Dieses, man mag mir da widersprechen, aber Open World ist für mich immer so ein zwiegespaltenes Thema, weil es nur sehr wenige wirklich gute Open-World-Spiele gibt, wo dieser Leerlauf eben nicht existiert, den du gerade angesprochen hast. Und bei dieser Präsentation, die sie jetzt gezeigt haben, kann ich nicht umhin, ich habe es schon öfter erwähnt, zu sagen, alleine von dem, was man so in der Überwelt macht, sage ich mal, also in den Landschaften und so, erinnert mich das Spiel sehr stark an, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Dragon's Dogma. Das heißt, wirklich ähnlich, da hattest du auch deine offene Welt, die war nicht komplett offen, weil es in Areale teilweise aufgeteilt ist, aber du bist rumgelaufen, hast Sachen gesammelt, hast Schätze gefunden, bist dann in kleinere Dungeons auch rein, teilweise durch Quests, teilweise auch einfach so und hast gegen Gegner gekämpft. Gut, in Dragon's Dogma warst du mit einer Party unterwegs, die wird es ja bedingt in Zelda Breath of the Wild nicht geben. Ich sage bedingt, dazu komme ich noch. Aber alleine von dem, was du machst, hat es mich wirklich daran erinnert, auch eben vom Equipment-System, findest neue Sachen, rüstest dich aus. Und es gibt in Dragon's Dogma sogar diese Klettermechanik. Zwar nur für Gegner, aber sie existiert.
Und das hat mich wirklich komplett daran erinnert, was nicht unbedingt super schlecht ist, weil Dragon's Dogma zählt für mich noch zu den besseren Open-World-Titeln, aber irgendwie war das Ganze, wie sie es eben auch sagen, du stehst auf dem Berg und sie sagen, diesen Berg da hinten, da kannst du hin, wenn du magst. Aber inwiefern das jetzt im spielerischen Sinne dann auch Spaß macht und wie viel man gerade in der Welt tun kann, das werden wir sehen müssen, weil es ist nun mal in der Hinsicht wirklich diese komplette Neuausrichtung, wo man bei den alten Zeldas, 3D-Zeldas immer noch irgendwie zwar auch eine relativ große Spielwelt frei erkunden konnte, man alte Gebiete zurück konnte, aber immer ein Ziel vor Augen hatte, das einem gegeben wurde. Das wurde nicht durch simple Questmenüs oder so gemacht, sondern man hat einem das einfach immer gesagt und es hat sich aus dem Kontext ergeben, was man machen muss. Ja. Und Nebenaufgaben halt eben genauso, was auch eine große Stärke der Reihe war. Aber das haben wir halt in diesem Spiel nicht gesehen. Wir wissen nicht, was Link eigentlich in dieser Welt tun soll, bis auf eben, er hat dieses komische, ich habe Tablet gesagt, weil es irgendwie auch Tablet genannt wurde, er hat jetzt ein Tablet und auf dieses Tablet, da wird er immer mal von einer Stimme, Voice-Acting im neuen Zelda, sehr aufregend, das erste Mal überhaupt, von einer Stimme angefunkt, die ihm Aufgaben gibt, und da bin ich sehr gespannt, ob es da irgendwie, ob es auch die Möglichkeit bietet, quasi zu sagen, ich möchte jetzt nicht einfach nur ziellos durch die Gegend rennen und einfach mal drauf losspielen. Das ist nämlich das, was eine der Spielerinnen gesagt hat, so, ich liebe es, hier rumzulaufen, einfach nur und ein bisschen mir die Zeit zu vertreiben. Oder ob es auch wirklich auch, dass die Leute anspricht wie mich, die sagen, ich möchte jetzt auch mal in Gang kommen, was erleben. Und nicht einfach nur durch die Open World spazieren und mir das alles angucken und sagen, wie schön das ist. Und ich weiß halt nicht, ob das drin sein wird. Und das macht mich momentan noch so ein bisschen hibbelig bei dem ganzen Gedanken an das neue Zelda. Geschweige denn, wie sind sozusagen die Dungeons miteinander verknüpft und die Schreine, also quasi die Dinge, die tatsächlich ja dann nochmal den zusätzlichen Wert oder Spielwert ja auch der anderen Zeldas ausgemacht haben. Ne? Da rutschen wir dann auf einmal in Rätsel-Plattformer-Action-Passagen rein. Und letztlich wurden die meisten Zeldas auch immer anhand ihrer Dungeons bewertet, wie gut oder schlecht sind diese. Wie viele, wie gut und generell die Thematik der Dungeons, das war immer relativ im Vordergrund und natürlich, wir wissen nicht, wie sie es machen, vielleicht machen sie es ja sogar wie in A Link Between Worlds im Sinne von, du kannst im Prinzip alles in der Reihenfolge machen, wie du magst, musst sie halt finden, du kriegst irgendwie so durch, vielleicht sogar durch Hinweise in der Landschaft wird dir so hingewiesen, da irgendwie könnte ein Tempel sein, gehst du rein, machst das, kriegst ein neues Item oder so, oder machst eben da die Aufgabe und es muss ja wieder in irgendeiner Weise Fetch-Quest-mäßig was sein, im Sinne von, in Twilight Princess waren es Schattensplitter sammeln und Spiegelscherben sammeln, in Ocarina of Time diese Steine sammeln und so eine Geschichten. Es muss ja wieder irgendwas zu sammeln geben, zu bekommen geben in diesen Dungeons. Ja. Und wie das Ganze wirklich miteinander verknüpft ist, wird sehr interessant. Gerade weil es eben neben den großen Schreinen auch diese ganz vielen kleinen Schreine gibt, ne? Ja. Wobei es wird sicherlich auch wieder ein bisschen in die Richtung gehen, dass man natürlich dann auch bestimmte Items nicht einfach so in der Welt findet, sondern dann tatsächlich irgendwie einen Dungeon machen muss, um dann weiterzukommen. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel beim Klettern einen Ausdauerbalken gesehen. Ja. Das heißt, also man kommt zwar relativ gut, relativ zügig direkt zu Beginn auch die scheinbar ja jede einzelne Wand irgendwie vernünftig hoch, aber hat nur bestimmte Ausdauer und das heißt, man kommt nicht die ganz hohen Wände hoch und wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, weil es sah nach so einem RPG-System irgendwie auch aus, dass man da irgendwie auch Fähigkeiten leveln kann, beziehungsweise halt Klamotten kriegt, die andere Fähigkeiten haben. Also das wurde ja auch schon dann auch gesagt, dass es ja Klamotten gibt, die dann auch bei den verschiedenen Witterungsverhältnissen, also das war super. Er zittert, wenn es kalt wird, dann muss er sich warm anziehen und in der Wüste wird er wahrscheinlich schwitzen. Genau, und das, ne, man hat auch verschiedene Klamotten, die halt eben bestimmte Effekte haben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es halt eben, um bestimmte Bereiche zu erreichen, braucht man halt irgendwie wieder was Spezielles. Es ist ja so ein ganz typisches Rollenspielelement beziehungsweise Action-Adventure-Moment, was wir besonders aus Zelda halt eben kennen. Ne? Da brauchst du halt dann den Greifhaken oder was weiß ich was, den Boomerang oder den Bogen. Ach nee, den kann er sich ja so, den kann er ja finden. Ja, also ein Bogen, ne? Aber der werden, wie es aussieht, wird es halt eben massiv viel Zeug geben. Also alleine, was die in den ersten Minuten da an Klamotten gefunden haben, ist schon. Mhm. Halt auch so, vielleicht sind so Schritten eben. Er hat erst einen normalen Greifhaken und vielleicht nachher einen, der länger schießt oder wieder zwei Greifhaken. Genau, oder so eine Geschichten. Oder du kannst es wieder irgendwie aufrüsten oder irgendwie sowas. Also es hatte halt sehr stark, ganz stark Rollenspielelemente, die aber irgendwie auch so ein bisschen an die Mechaniken von Monster Hunter erinnerten.
und so weiter. Also es ist irgendwie sehr viel tatsächlich auf dieses Erkunden, Sammeln und sowas, ja, bezogen. Und das ist irgendwie ganz, ganz spannend. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan davon, dass sie quasi eher von den eher Action-Adventure-artigen 3D-Zeldas viel mehr in diese RPG-Richtung gehen. Es liegt ganz einfach daran, dass ich irgendwie glaube oder den Eindruck hatte von der Präsentation, dass aufgrund dieser Fokussierung auf Open-World, RPG-Elemente und so weiter, der Kampf irgendwie ein wenig vergessen wurde, denn ich kann es jetzt nur an dem beurteilen, was ich gesehen habe, aber der Kampf sah nicht mehr so kräftig aus, wie das, was es Twilight Princess und Skyward Sword nach so vielen Jahren tatsächlich geschafft haben. Sogar Skyward Sword hatte, wenn die Steuerung mal funktioniert hat, richtig tolles Feedback beim Schlagen. Also es gab einen wuchtigen Sound und es hat sich auch stark angefühlt. Twilight Princess ja sowieso. Und hier sah das irgendwie wieder so ein bisschen in der Luft rumgestochere aus, mit wenig Reaktion der Gegner auf das, was man tut. Das kann natürlich auch daran liegen, welche Waffen sie hatten, dass das vielleicht bei schwächeren Waffen so ist und nachher, wenn du die besseren Waffen hast, das dann erst kommt. Aber ich war vom Kampf, wie es optisch dargestellt wurde, tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Man muss natürlich auch sehen, wenn man die Items jetzt bekommt im Spiel, wie werden die Items in den Kampf eingebunden. Das hat zum Beispiel Wind Waker damals sehr gut gemacht, dass du eben auch du konntest zum Beispiel die Schleuder nehmen und dann hast du, nicht die Schleuder, den Greifhaken, den Wind Waker hatte, den ersten, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber damit konntest du Gegnern Items, die sie trugen, entreißen, bevor du sie besiegt hast. Sowas haben wir halt in dem Teil jetzt noch gar nicht gesehen, was den Kampf betrifft. Was wir gesehen haben, war stattdessen eben diese viel größere Waffenauswahl, Speere, Teile, und das erste, was ihr findet, ist ein Stock und dann eben auch ganz normale Schwerter. Ja. Oder eben auch Bögen, Fernkampfwaffen. Und wir haben neue Mechaniken gesehen, die sehr auf Slow-Motion ausgelegt waren, im Sinne von Konterangriffe, wo er dann ganz schnell in Slow-Motion den Gegner zuschlagen konnte, was ganz cool aussah. Und eben auch dieses, was wir schon damals in der ersten Präsentation, wo sie nur vom Bildschirm abgefilmt haben, gesehen haben, wie er vom Pferd springt und in Slow-Mo mit Pfeilen schießt. Mhm. Also es wird wohl wieder neue Mechaniken geben in Bezug auf das, was man im Kampf machen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob da die alten Mechaniken, die sie mal hatten, wieder reinkommen, den Helmspalter oder sowas, wo man über den Gegner mit dem Salto rüberspringt und ihn einmal haut, oder eben die Rolle und nach der Rolle, also Ausweichrolle und dann einen Angriff, einen Drehschlag nach oben, weil das gibt es ja wieder, das Lock-On- und Ausweichsystem im Kampf, also man kann wieder mit Saltos zurückspringen und so eine Geschichten. Ich bin gespannt, man kann auch tatsächlich mal ohne Schild kämpfen, das ging ja tatsächlich in den Zeldas vorher nicht, man hat eigentlich immer ein Schild gehabt, es sei denn, er war kaputt. Das traf sowohl zu für Twilight Princess als auch für Skyward Sword. Das heißt, es wird auf der einen Seite im Kampf wesentlich offener, was das betrifft, mit was man kämpft. Aber ich weiß halt nicht, ob es auch irgendwie besser wird in der Art, wie man kämpft. Da bin ich noch so ein bisschen. Da würde ich gerne einfach nochmal mehr sehen. Weil momentan war ich davon nicht wirklich überzeugt. Ich weiß nicht, hast du viel vom Kampf gesehen? Jein. Also ich kenne hauptsächlich ja diese gegen diese kleinen Viecher da, die roten. Namen vergessen. Ja, die Bokoblins. Bokoblins, sind das Bokoblins? Echt? So werden sie immer genannt, die Bokoblins, ja. Ja, okay, ich war da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie denn auch. Ist auch egal. Ja. Und gegen dieses Wächter-Ding oder Guardian, wie es halt ja, das auch ein Amiibo von geben wird, das ja scheinbar dann auch eine größere Rolle spielt und zu dieser möglicherweise neuen Zivilisation, Technologie oder was auch immer Mischung da irgendwie gehört. But it's not Sci-Fi. It's not Sci-Fi. Genau, das habe ich halt schon gesehen und also ich bin mir da auch nicht so sicher. Also es wirkte einerseits schon dynamisch, aber auch irgendwie nicht so schön choreografiert. Also das ist halt schwer zu sagen. Also es hatte tatsächlich so ein bisschen den Touch, als würde man halt Skyward Swords Kampfsystem haben, nur ohne Bewegungssteuerung. Das muss ich sagen, auch wie er das Schwert gehalten hat, ja, so sehr schräg teilweise, wie du es halten konntest mit der Wii-Steuerung, das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich gar nicht gut. Aber wie gesagt, das sind so Dinge, die kann man, finde ich, anhand Gameplay-Material auch sehr schwer einschätzen, wenn du es selber nicht gespielt hast. Das heißt, wenn du, ne, ist es tatsächlich eine Taste, für einen Schlag und eine fürs Blocken oder was weiß ich was oder ne, wie wird das tatsächlich umgesetzt? Also ist es ein komplexes System, ist es ein Button-Mashing-System? Das ist ja immer unterschiedlich. Und
das sah man einfach so nicht. Ja. Also habe ich jedenfalls, ich habe nicht so an der Stelle nicht so drauf geachtet, beziehungsweise man konnte es, glaube ich, auch nicht so richtig oben rechts in der Ecke sehen, wie sie es sozusagen gespielt haben. Und ja, wie es mechanisch funktioniert, kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Ich kann halt wirklich einfach nur sagen, ich fand es nicht so hübsch animiert wie vorher. Dafür haben sie jetzt viele Physikspielereien drin, dass eben Link auch mal bei einer Explosion physikalisch dann erstmal wegfliegt und ragdollt und aufstehen muss. Teilweise bei den Gegnern auch, bevor sie dann wieder in ihrer typischen Wolke verpuffen. Das fand ich ganz cool, weil das hatten die Teile vorher ja gar nicht. Da gab es immer festgelegte Animationen, wie du halt eben zurückgefallen bist, wenn du getroffen wurdest oder so. Das ist also ganz cool und passt halt auch irgendwie besser zum Spiel. Und ja, ich denke mal, wir können hier dann auch mal zum Fazit kommen, ne? Ja, doch. Also, ich muss sagen, ausgebreitet hier. Ja, genau, aber immer besser, dass wir jetzt nochmal alles unter einen Hut gekriegt haben, ne? Ja, ja. Also, ich muss sagen, wenn sie wirklich von diesem, sie haben die Chance, mit diesem Open-World-Spiel wirklich diese anderen Spiele, die quasi einen mit Quests und Nebenquests vollhauen, vollkommen fertig zu machen und einfach ein wesentlich besseres Spiel in der Art zu bieten, einfach weil Zelda noch nie dieses Quest-mäßige Arbeit-mäßige Spieldesign hatte, wie zum Beispiel ein Far Cry es hat, sondern wirklich einfach dadurch, durch die Kernaufgaben und interessante Nebenaufgaben selbst motivieren konnte, etwas zu tun. Und wenn sie das hier in eine richtige Open World umgesetzt bekommen, dass du wirklich losgehst und durch Hinweise, entweder vom Spiel, durch die Stimme oder durch in der Landschaft aufgebreitete Hinweise, wirklich Lust bekommst, jetzt das und das zu tun, das könnte wirklich richtig gut werden. Es gibt eben noch ein paar Baustellen, wie ich finde, die Sachen mit dem Kampf, was wir gesagt haben, dass es über 100 dieser kleinen Prüfungsschreine geben soll, was auf dem Papier für mich eben auch mehr nach Arbeit klingt als nach Spaß, je nachdem, wie Spaß sie dann am Ende machen und wie gut sie sind und wie abwechslungsreich. Aber das werden wir dann eben sehen. Gut finde ich ist, dass, obwohl ein bisschen seltsam, aber gut in gewisser Weise auch, dass sie gesagt haben, wir binden das Gamepad nicht auf Teufel komm raus ein. Ich habe anfangs irgendwie verstanden, sie wollen da die Weltkarte drauf machen. Ich weiß nicht, ob es Schnellreisepunkte geben wird, da habe ich nichts mehr mitbekommen. Aber sie haben halt auch gesagt, man kann das Spiel komplett offscreen, also off TV, oder mit dem Pro-Controller spielen. Das finde ich gut. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Genau. Erwähnen muss man natürlich noch einmal die Amiibo-Geschichte, wie du gerade sagtest. Es wird 3 neue Amiibo geben für das Spiel. Ja. Einmal Link auf dem Pferd, Link als Bogenschütze und der Guardian. Die sehen richtig gut aus. Mhm. Also echt, die werden wahrscheinlich auch sehr schnell wieder vergriffen sein. Und was sie auch angekündigt haben, ist, wie dieser Wolf-Link-Amiibo in Twilight Princess in das Spiel eingebunden wird. Und da muss ich schon wieder sagen, es ist nämlich so, du kannst ja die Schattenhöhle spielen in Twilight Princess, dieses DLC-Dungeon, was ja eigentlich nur eine Kopie von der Drillhöhle ist. Und dann, wenn du es abgeschlossen hast, kannst du halt deinen Score, mit wie viel Herzen du überlebt hast und so, speichern. Und wenn du das geschafft hast, kannst du im Spiel Breath of the Wild den Wolf-Link als Unterstützung rufen, der dann mit dir rumläuft und Gegner angreift und quasi dein Begleiter ist. Ja. Nintendo hat es in letzter Zeit schon oft hingekriegt, die Amiibo-Politik ein bisschen gegen die Wand zu fahren. Das ging langsam los bei Splatoon, wo sie gesagt haben, es gibt sehr viele abgewandelte Singleplayer-Missionen auf jedem Amiibo, welche man nicht bekommt, wenn man keinen Amiibo hat. Ging dann weiter zu Shovel Knight, wo man nur mit dem Amiibo einen Koop-Modus bekommen hat. Und jetzt sind sie da. Wollte ich nur mal so erwähnt haben, ich habe mich schon lange darüber, öfter mal darüber ausgelassen, aber so funktioniert halt der Wolf-Link-Amiibo im neuen Zelda. Ja, es ist gut. Ist es ein optionales Feature, was, wenn es halt eben an der Stelle nur eine Unterstützung ist, aber wiederum, wenn wir hier von einem Rollenspiel sprechen, ist natürlich ein Begleiter und Epona wird zwar auch ein Begleiter sein, aber so ist natürlich auch ein cooles Ding und naja, dafür brauchst du halt jetzt den Wolfling-Amiibo und damit der auch noch nicht nur 3 Herzen hat, sondern ein paar mehr Herzen hat, musst du ja eigentlich auch noch das HD-Remake von Twilight Princess spielen. Es ist für mich, der das Testmuster zu Twilight Princess inklusive Wolf gekriegt hat, ist das natürlich ganz nett, weil ich musste dafür nichts bezahlen, aber tatsächlich von der Perspektive ausgehend, dass diese Features insgesamt ziemlich teuer sind. Ja, nicht nur das, Geld, sondern auch zeitintensiv. Ja, genau, das ist also gut, klar, wie gesagt, also man muss jetzt Twilight Princess nicht spielen, um das Feature zu haben, aber dann ist er halt eben nicht so stark. Ja. Und klar, es ist
auch wenn es optional ist, es greift irgendwie doch sehr stark irgendwie mit ein und hinterlässt irgendwie doch einen faden Beigeschmack. Aber immerhin hoffe ich jetzt mal, dass Nintendo nicht auch noch auf Microtransactions setzt und man irgendwie ein Kettenhemd für Link oder so dann irgendwie nur kaufen kann, weil man irgendwelche, was weiß ich, bei meinem Nintendo irgendwelche Punkte da hat oder irgendwie sowas. Das wäre gar nicht gut. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch noch nicht. Aber das werden wir dann ja sehen. Genau, nee, und ja, auch aus meiner Sicht das Fazit, also was ich ganz interessant fand, das ist mir so im Nachklang nochmal aufgefallen, weil das, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendwer aus meiner Timeline auf Twitter hatte so im Nebensatz irgendwie gesagt, dass das wie heißt es denn noch, das von Sony, Horizon Zero, Horizon Zero Dawn, war richtig. Horizon Zero Dawn, genau so. Eigentlich genau das gleiche Prinzip zu sein scheint, aber halt viel cooler sei. Und man erkennt tatsächlich sehr viele Parallelen. Gerade mit den Pfeilen, ne? Im ersten Trailer, dieser Pfeil, der rausklappt. Es wird ja auch verschiedene Feuermodi für den Pfeil geben. Man hat irgendwie Feuer, also Explosionen gesehen, haben sie auch bei Horizon Zero Dawn. Und es ist auch eine große, offene Spielwelt. Die Figur sieht sogar nicht ganz unterschiedlich aus und sowas. Und das, ja. Auch mit den größeren Gegnern, ne? Anstatt eben diese Guardians sind da halt Dinosaurier, ja, aber teilweise auch. Genau, aber es ist aber auch trotzdem so eine komische Mischung aus so altertümlicher Technik oder, ne, irgendwie. Also ja, diese, genau. Diese komische Vermischung. Und deswegen fand ich das gar nicht so abwegig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was ich auch nicht so abwegig fand, waren die Leute, die gesagt haben, Zelda entwickelt sich so ein bisschen zu einem Far Cry. Ja, eben, das ist ja der, was ich sagte, dass sie bitte es machen sollen, dass es nicht zu einem Far Cry wird, sondern einfach schlauer wird als Far Cry, weil Far Cry sich wirklich auf Shooter-Mechaniken stützt, die gut sind und dadurch Spaß machen und dann eben relativ Standardkost, was die Missionen, die man halt macht, bis auf eben die etwas freieren bei den Außenposten angeht, um diese Mechaniken rumbaut. Und da wünsche ich mir wirklich vom neuen Zelda, dass sie den Mut haben, das zu umschiffen. Einfach dadurch, dass es wesentlich interessanter ist von dem, was es in der Welt zu sehen und zu tun gibt. Ja, genau. Und deswegen muss es in dieser Welt einfach auch viel zu sehen und zu tun geben, was einem immer wieder motiviert. Und du musst ja auch irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden. Ja. Und das ist ein Moment, wo ich, aber das mag auch an meiner Art und Weise, wie ich an Videospiele herangehe, liegen. Und was, ich sag mal, sowohl das Hardcore-Kiddy wie auch den Casual-Spieler möglicherweise nicht so hundertprozentig kickt. Wenn die Anfangssequenz tatsächlich so ist, wie wir sie jetzt gesehen haben, das heißt, du kommst irgendwie aus diesem komischen Kryo-Dings da raus, lernst so ein bisschen die Technik kennen und gehst sozusagen auf ein Plateau und siehst erstmal eine riesen Welt mit einem Vulkan am Ende und dann siehst du halt so verlassene Gebäude und sowas, wo du. So, und das Spiel muss es jetzt eigentlich schaffen, die relativ schnell zu signalisieren, dass es wichtig und spannend ist, zu diesen Punkten hinzugehen. Das heißt also, es braucht sozusagen optischen Reiz, um zu sagen, so, das will ich erkunden. Und das hat quasi das Gameplay bei mir tatsächlich ausgerufen, erstmal, dass ich wissen will, was ist an diesen Orten und wie komme ich da hin und was erwartet mich da. Eben, und genau das, was sich da erwarten könnte, ist eben auch das Wichtigste, weil man eben auch bedenken muss, da muss dann im Idealfall auch irgendwas sein, weil sonst kletterst du halt 10 Berge hoch und oben ist nichts und denkst dir, ja gut, wenn's einmal nichts ist, ist nicht schlimm, aber wenn beim zweiten Mal nichts ist, so, dann fängst du dann an und wo kriege ich die Hinweise her? Und das muss ein gewisses an die Hand nehmen, braucht ein Spiel heutzutage halt. Ne? Dieses komplett freie Erkunden wird sehr viele abschrecken. Ja. Dieses Spiel weiterzuspielen, weil quasi die Progression abbricht. Und ein Moment, wo ich sage, da könnte es kritisch werden, ist, wenn sie sagen, es gibt halt keine Städte. Das heißt noch lange nicht, dass es nicht irgendwelche Ansammlungen von irgendwelchen Menschen aufläufen oder was weiß ich, was irgendwie so an den einzelnen Stellen gibt oder dass das Schloss vielleicht doch bewohnt ist oder so. Aber trotzdem klingt es für mich so ein bisschen so, dass diese Interaktionspunkte mit auch anderen NPCs oder sowas, wie in Twilight Princess beispielsweise mit Hyrule Stadt und so, das würde schon fehlen, als auch so einen zentralen Anlaufpunkt, von dem man dann immer wieder weiter ausgeht. Also ne, das haben wir halt zum Beispiel auch nicht gesehen.
wabern wir sozusagen nur durch diese Welt oder haben wir irgendwann halt eben auch zentrale Anlaufpunkte, was auch natürlich für ein Schnellreisesystem extrem wichtig wäre, weil diese Größe der Welt, so wie sie aussieht, ohne Schnellreisesystem, das kannst du in eine Tonne treten. Sie haben gezeigt einmal auf der Map, wie groß die Welt ist und ich dachte mir so, ach du Scheiße. So und gut klar, mit Epona und sowas hast du natürlich die Möglichkeit, dann noch ein bisschen schneller voranzukommen, aber trotzdem, selbst mit dem Pferd ist das sicherlich nicht so schön, so lange zu laufen und gut, man hat auch wieder Gleiter und sowas, aber da muss man ja erstmal irgendwo hoch und also ohne ein Schnellreisesystem wird es halt nichts, aber ich meine, Schnellreisesysteme hast du in den meisten Zelda-Teilen wenigstens gehabt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es das auch geben wird. Ja. Aber wo sind die dann und wie werden die sozusagen spielerisch auch eingebaut, weil einfach so? Ganz cool wäre, das hatte nämlich auch hier Dragon's Dogma, dass du dir deine Punkte selber suchen kannst. Da hast du Kristalle gekriegt, die hast du irgendwo hingestellt und da, wo du ihn hingestellt hast, zwischen denen konntest du dann hin und her reisen. Ah. Das heißt, du hast ja die quasi selber gesetzt. Hm. Können sie machen. Wenn sie jetzt wirklich sagen, wir haben keine Städte und keine Anlaufpunkte, dann können sie das Problem so umschiffen. Ob es dann schmeckt, ist wieder eine andere Sache. In Dragon's Dogma ging es, aber die Welt war nicht annähernd so groß, wie sie da sein wird. Also ja, da übrigens, Horizon Zero Dawn kommt im gleichen Zeitraum wie das neue Zelda. Am 1.3. Ja, guck an. Gut, aber also das sah auch ein bisschen actionorientierter aus. Also, ja. Müssen wir mal gucken. Also, das ist auch so das, wo ich so ein bisschen das Fragezeichen habe, neben der Größe und wie voll ist diese offene Welt, wie viel Action haben wir eigentlich drin? Und Zelda ist nun mal irgendwie auch selbst bei den ersten Teilen irgendwie immer noch ein sehr actionorientiertes Rollenspiel oder Adventure oder eine Mischung aus. Und Action-Adventure. Ja gut, es hat das Action-Adventure in dem Sinne ja auch geprägt als Genre. Ja. Aber so und das ist halt die Frage, wie weit geht das dahinter zurück? Und es gibt so Ansatzpunkte, von denen ich sagen würde, gerade so im ersten Teil des Spiels wird nicht so viel Action da sein. Und ja, das macht mir auch ein bisschen Bauchschmerzen. Also das ist tatsächlich zu wenig zu tun. Also es wird viel zu tun geben, aber geht das dann über irgendwelche routinemäßigen Dinge halt hinaus und naja, gucken wir mal. Ja, das werden wir dann sehen müssen. Ich sag's mal so, abschließend war der Ersteindruck, den wir jetzt bekommen haben, nicht so schlimm, wie er hätte ausfallen können und ich mag nach wie vor den Titel, aber ich bin mir immer noch, wir sind uns, glaube ich, alle immer noch ein bisschen unschlüssig über das, was uns dort gezeigt wurde und was sie versuchen werden, auch umzusetzen mit dem Titel. Aber es ist auf jeden Fall Also ich bin mehr als positiv nach wie vor überrascht und minimal gehypt, wenn man das so sagen kann. Also für meine Verhältnisse ist das schon gehypt, aber also ich habe auf jeden Fall Bock, das Ding quasi anzuspielen und ich muss, wie gesagt, halt mal gucken. Also Gamescom ist auf jeden Fall die erste richtige Anlaufstelle. Nintendo macht gerne auch E3 Postshows, meistens dann an ihren jeweiligen Geschäftsstandorten. Das heißt, das wäre dann in Deutschland in Frankfurt. Mal gucken, wenn da eine Einladung reinflattert, ob ich es dann dahin schaffe. Aber also ich würde halt eben alleine wegen Zelda tatsächlich das erste Mal auch nur wegen einem Titel irgendwo hingurken. So weit ist es schon. So hoch ist das Interesse. Das kann ja dann schon mal nicht zu schlecht sein, im Sinne von, wie es uns tatsächlich gezeigt wurde jetzt auf der E3. Genau, also natürlich habe ich jetzt auch dadurch neue Fragen, aber ich finde es spannend genug, diese zu beantworten, weil ich in diesem überhypten Tenor der Videospielpresse nämlich wiederum auch nicht einsteigen kann. Das ist mir dann doch zu viele Fragezeichen, bleiben halt offen. Und, naja. Wenn man mal auf Golem und so guckt, was die da für Freudentränen, die ausbrechen. Ach gut, das sind wir jetzt, glaube ich, alle nicht, aber das wäre dann, aber dann würden wir auch nicht darüber so viel zu reden haben, wenn es uns alles klar wäre, wir sagen würden, oh, das ist super. Also ja, abschließend lässt sich, glaube ich, einfach sagen, dass man das Ganze auf jeden Fall nochmal im Blick behält, je nachdem, was passieren wird mit eventuellen Events, wo du noch hin kannst, oder vielleicht zeigen sie da zu Gamescom noch mal irgendwas, neben den spielbaren Versionen, die wahrscheinlich, wie man dort vielleicht ausprobieren werden könnte. Und ja, Tokyo Games schon, ne? Da wirst du ja auch sein, oder? Sieht so aus, ja. Das also da wirst du dann auch schon mal Glück,
werden wir eine Neo, PS4 Neo live sehen und mit noch viel mehr Glück vielleicht sogar einer der ersten sein, die die NX ausprobieren dürfen. Ich denke mal, wenn dann die NX kommt, wird es wahrscheinlich schon Zelda zu sehen geben, weil es gibt bisher zwei Titel, die für NX angekündigt sind. Das sind Zelda und Just Dance. wenn sie wirklich wenn die NX revealen und dann zeigen sie Just Dance. Gut. Ja, nee, aber gut, da müssen wir dann halt mal gucken. Also das Einzige, was halt eben klar ist, Nintendo war eigentlich nie auf der Tokyo Game Show. Und sobald Nintendo auf der Tokyo Game Show aufschlägt, ist eigentlich relativ klar, was sie da wollen. Dann gibt's immer was von Nintendo. Dann haben sie, wir haben was. Ja, weil wie gesagt, sonst Nintendo hatte irgendwie seine eigene Messe oder irgendwie sowas. Ich weiß das auch gerade gar nicht so hundertprozentig. Aber nur wegen Software war Nintendo nie auf der TGS und auch Wii U. Und ich glaube, selbst Wii haben sie da nicht vorgestellt. Also deswegen könnte das interessant werden. Ja. Ist auch ein gutes Abschlussplädoyer. Es könnte interessant werden. Ja, ich glaube, es wird sogar interessant. Also im Sinne von, ein Zelda ist immer interessant. Das ist halt so. Das wird sein, das wird immer so sein, weil ich meine, Zelda ist eine der, dank Ocarina of Time, immer noch, hat es immer noch den Touch einer der besten Videospielserien der Welt zu sein. Wobei es sehr wenig Teile gibt, die diesem Ruf tatsächlich gerecht werden, aber irgendwie ist die Erwartungshaltung deswegen nach wie vor so riesig. Ja. Und gucken wir mal, was kommt. Ja, im März werden wir dann sehen, ob sie dieser Erwartungshaltung gerecht werden können. Dann soll das Ganze ja zusammen mit der NX, glaube ich, sogar starten. Ja, Launch-Titel, ne? Ja, genau. Also soll, genau. Sollte das nicht schon im Januar rauskommen für Wii U? Für Wii U? Ja. Oder habe ich das wieder falsch in den Hals gekriegt? Das kann auch sein. Ob sie das machen, glaube ich ehrlich gesagt. Also die NX-Version wird, ist halt die Frage, wird es möglicherweise sogar gebundelt sein? Mit der, also ein Bundle wird es geben, aber kann ja sein, dass es sogar nur mit Zelda dazu gibt, wer weiß. Ja, das kann durchaus sein. Ja. Nintendo wäre das tatsächlich zuzutrauen. Und mal gucken, dann könnte es sein, dass die NX sogar durch die Decke geht. Aber ja. Es wäre auf jeden Fall ein sehr starker Launch-Titel, das stimmt, gerade wenn er dann immer dabei liegt. Außer die NX ist tatsächlich ein, wie hieß es bei uns noch im Chat? We Are, also quasi W-I-I-R. Ja. Oh nee, dann, ja, dann könnt ihr mich vergessen in gewisser Weise. Ja, ich kommt drauf an. Ja, nee, eher nicht. Kommt drauf an, was kosten wird, ne? Erstens das und zweitens ein Zelda jetzt dann mit VR, obwohl es eigentlich ein Third Person ist, ja, nee. Muss nicht sein, nein, definitiv nicht. Nee. Joa. Gut. Haben wir auch schon wieder die Zeit rumgekriegt, ne? Die Zeit, die geplante. Die geplante Zeit. Die geplanten 10 Minuten. Die geplanten 10 Minuten, ja, mal wieder vervierfacht. Auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Ja, bitte, bitte. Und wir werden das weiter verfolgen und dann wird es im März spätestens die Auflösung geben, ob Breath of the Wild dem Franchise gerecht wird. Genau. Ja. Dann sind wir raus und ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen und ja, tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.